wir erweitern die Netzwerke untereinander und dadurch bereichern wir uns selbst und andere und das ist eine absolute Win-Win-Situation. Also ich finde gut, dass das so in der lockeren Form gemacht wird und dass es auch gesplittet ist, dass man nicht, sage ich mal, nur VMler hört, sondern auch Leute, die damit arbeiten. Dass man sozusagen die Probleme, die man hat, auch mit anderen teilen kann. Guten Morgen, ich begrüße euch sehr herzlich zum 6. Treffen der VMware User Group Germany East. Wie man sieht, ist das Publikum ja stark angewachsen. Ansonsten ist ja unser Hauptthema heute VMware VC Ops, die Management Suite von VMware, die uns allen das Leben leichter machen soll. Ich denke, dazu werden wir ein paar Themen hören. Jeder ist natürlich von den Produkten hier ein bisschen angefixt und sagt, okay, will ich haben. Also die VC-Ops-Sachen waren bisher sehr interessant. Ich habe eine Menge mitgenommen von den Vorträgen hier. Das ist halt die optimalste Lösung, die es im Augenblick gibt. Ich habe heute zumindest neue Produkte gesehen, von VMware, die ich vorher noch nie gehört habe und die in jedem Fall für uns zum Einsatz kommen werden. Die nächste Session ist eine sogenannte Non-Disclosure Agreement Session, das heißt, dass nur für ausgewählte Kunden werden die Neuerungen in der Produktentwicklung dargestellt. Nur für Berechtigte, bitte.